aktuellen Verhältnisse anpassen, damit man keiner Gefahr ausgesetzt ist. Kompetenz zahlt sich aus, auch bei Ihrer Geldanlage. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. Auf geht's jetzt in das Spiel. 1. FC Köln gegen unsere Mühlenkreisauswahl. Mein erster Wunsch, kein frühes Gegentor. Die Chance, dass die Halle ein bisschen aufkommt, dass Hoffnung da ist. Vielleicht ein, zwei eigene Torchancen, um hier Lübbecke so ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen. Und dann Mannschaft und Halle gemeinsam. Dann in den Fight und dann spielen wir um Punkte. Elias Grote. So, könnte die erste Offensivaktion werden. Guter Abschluss. Lasse Riechmann. Vom FC Preußen Espelkamp. Richter wieder in den Zugriff. Gut, die Grätsche wird. Was passiert? Freistoß wie möglich, sag mal kurz Irritation. Schiedsrichter René Pascal Wagner, erster Auftritt für ihn am heutigen Turniertag. Doch Standard für die Mühlis. Das ist wieder Riechmann. Abschlussversuch. Mühlis wacht, Tiefe war abgesichert. Ja, jetzt der Ball gewinnt. Schade, kriegt Yazan. Felix Röckemann nicht den Abschluss und dann das Gegentor. Dann ist es wieder ein Angriff. Julius Baum. Das ist dann ein Wackler gegen Riechmann. Dann legt er den Ball quer. Dann verlieren sie auch so ein bisschen den Zugriff, die Zuordnung. Und dann geht es dann doch wieder sehr leicht. Aber sie haben vorne die Aktion. Ruhe sammelt Grote am Ball vorbei. Nichts passiert. Genau, da sein, eklig sein. Ja, sie müssen sich wieder hinsortieren. Sie müssen dann Zuteilung so finden, dass jeder seine Zuständigkeit hat. Das war ein guter Ballgewinn. Gute Dynamik hier. Eben von Moritz Brinkmann mit der 5. Jetzt jagt er den Ball wieder. So, Brinkmann geht hinterher. Fuß vor. Jawohl. Gut verteidigt gemeinsam. Elias Grote hat den Ball. Gutes Tempo, gutes Timing fürs 1 gegen 1. Genau richtige Entscheidung. Jetzt der Schussversuch, ja. Vorne sind sie durchschlagskräftiger. Vorne machen sie guten Job. Jetzt der Vollsprint. Muss er wieder aufnehmen. Und da hat Grote den Ball. Sehr gut. Und der Direktpass, der hätte teuer werden können. Er war auch unnötig. Eckball.
So, schnell die Zuordnung. Schneller die Zuordnung. Alle Kölner Zuschauer verzeihen das. Das sind natürlich hier so ein bisschen Lokales mit einfließen lassen. Also für die, die auch erst jetzt eingeschaltet haben, die regionale Auswahl. Allesamt maximal Bezirksliga. Ja, Tasso Keller forderte auch gerade ein. Da war so ein kleiner Wackler und dann muss der Zugriff erfolgen. Dieser Mut, diese Handlungsschnelligkeit, die fehlt da so ein bisschen. Sicherlich auch etwas mit den Ergebnissen zu tun. Und jetzt ist es dann eben wieder zugriffslos. Und das ist die Problematik. 2:0. Torschütze Yazan Obiata. Das ist das Problem. Die kommen dann nicht mehr in den Zweikampf. Die kommen nicht mehr in den Zugriff. Dann kann der Gegner seine Dynamik entfalten, seine Qualität entfalten. Oh, Ballverlust. Jetzt der Treffer für die Mühlis durch den Kapitän. Durch David Hajduk. Und das muss er jetzt mal ein bisschen breite Brust, ein bisschen Rückenwind geben. Mutig durchgelaufen. Das ist breite Brust. Das ist, wir haben doch nichts zu verlieren. So, wieder guter Ballgewinn von David Hajduk vom FC Preußen Espelkamp. Tomke Mikita. Schussversuch, Grote ist da. Sehr gut behauptet auch von Lasse Riechmann. So gibt es hier nochmal die Aktion. Gut gespielt, Hajduk. Gut gerettet, stark dagegen. Der haut sich jetzt voll rein. Tomke Mikita verliert da den Ball vorne. Jetzt brauchen sie die Zuordnung. Ja, Hajduk darf nicht grätschen. Ist gut, dass er den Einsatz zeigt. Ist aber regeltechnisch verboten. Wagner gab da eben Vorteil. So, der Block hat sie ausgepumpt. Jetzt kommt der Wechsel. Frische Beine. So, Siddiqui Steinkamp hier zum Beispiel mit der 10. Dürfte der erste Auftritt für ihn sein. Also wirklich ganz frische Beine. Gut gemacht. Felix Röckemann mit der 13, das ist Siddiqui. Behauptet sich. Schließt ab. Ja, wäre der Pass fast die bessere Option gewesen. Trotzdem ist die Dynamik gut. So, Zugriff. Das ist wichtig jetzt. Gut gemacht. Jetzt spielt er. Siddiqui. Das ist besser. Aber das ist besser. Zugriff besser. Zielstrebigkeit besser. Sie arbeiten sich rein, Step by Step. Das ist Moritz Brinkmann. Vom SVKT. Spieler, 4 Minuten 40. So, Grote, Brinkmann. Apralla ist bei dem Mühli, Siddiqui. Da bringt auch Leben rein jetzt hier. In den Block. Stark wiedergeholt. Macht einen guten Eindruck da. Starke Aktion. Jetzt bringt man die große Möglichkeit. Dann visiert er genau den Bereich an. Mühlis bleiben das. Sie haben was über die Bande gespielt. Toll durchgesetzt. Nächste Aktion. Stark. Also, Siddiqui, Steinkamp von Lohe Bad Oeynhausen. Lohe Bad Oeynhausen Tabellenachter in der Bezirksliga. Und Elias Grote.
3 Minuten noch. Also, der Fuß ist in der Tür. Viel besser drin. Viel besser drin. So, nächste Möglichkeit. Kein Foulspiel, sagt René Pascal Wagner. Gucken, wir haben gleich die Möglichkeit, uns das nochmal anzuschauen. Klasse Aktion wieder. Über die Bande. Jetzt die Aktion. Und das Tor. Und das Tor für die Mühlis. Felix Röckemann. Mit dem Ausgleich. Und es ist verdient. Es ist die logische Schlussfolgerung. Aus dem Auftritt. Nächste Möglichkeit zur Führung. Also, jetzt ist Zugriff da. Hajduk, starke Aktion. Ball gespielt, Spiellauf weiter. Spiel unterbrochen. Kölner Spieler am Boden. Scheint aber weiter zu gehen. Weiter spielen zu lassen war die richtige Option. So, 1:50 auf der Uhr, 2:2. Wir haben die Mühlis im Turnier. Wir haben die Halle da. Es ist alles bereitet. Grote, Kopfball, Tor, Tor, Tor! Lasse Riechmann in bester Aubameyang-Manier. Da haben wir Grote mit dem Abschluss. Abpraller und dann der Kopfball vom kleinen Lasse Riechmann zum 3:2 für die Mühlgrasauswahl. Nach 0:2, nach einem 0:4 gegen Mainz, einem 0:5 gegen Wolfsburg, so zurückzukommen. Jungs, jetzt schon, gute Minute vor Schluss, Hut ab, Hut ab. Dafür haben sie 3 Monate gearbeitet, dafür haben sie trainiert, dafür haben sie hingefiebert. So, nächste Offensivaktion. Sie sind nicht wiederzuerkennen. Sie sind endlich da. Körperlich, geistig, mutig. Nächster Ballgewinn. Sie sind wieder da. Zweikampfquote brutal gestiegen. Vor dem ersten Sieg. Köln bisher noch ungeschlagen im Turnierverlauf. Das ist keine Laufkundschaft. Starke Aktion jetzt von Hajduk, von Preußen Espelkamp. Hatte dann querlegen können. Stark von Grote. Halle fiebert jetzt mit. Halle ist jetzt voll da. Vier Sekunden, das sieht gut aus, Mühlis, das sieht gut aus. Die Mühlis gewinnen, erstes Spiel nach 0:2